Hallo! In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich 4 Wochen lang in einem Selbstversuch probiert habe, meine Ernährung klimafreundlicher zu gestalten. Viele Entscheidungen unseres täglichen Lebens haben einen Einfluss auf unsere individuelle CO2-Bilanz. Das sind etwa Bereiche wie Wohnen, Mobilität, Konsum oder eben auch die Ernährung. In meinem Selbstversuch habe ich mir diesen Punkt herausgegriffen und mich erst einmal auf ihn konzentriert. Denn meine Ernährung machte einen wesentlichen Teil meiner CO2-Bilanz aus, wie ich in einem CO2-Rechner herausgefunden habe. Um meine Ökobilanz in diesem Bereich zu verbessern, habe ich mich dazu entschieden, mich vegan und hauptsächlich regional und saisonal zu ernähren. Diese 3 Bereiche meiner Ernährung möchte ich euch nun einmal näher vorstellen. Kommen wir erst einmal zum Punkt der saisonalen Ernährung. In Büchern und auf Webseiten könnt ihr zahlreiche Informationen dazu finden, welche Lebensmittel in eurer Region zu welcher Saison verfügbar sind. Eine Anlaufstelle für verlässliche Informationen kann etwa das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sein. Die Internetpräsenz des Ministeriums bietet zum Beispiel einen saisonalen Einkaufsführer. Und das BZFE, das Kompetenz- und Kommunikationszentrum für Ernährung in Deutschland, welches von dem Ministerium eingerichtet wurde, stellt einen grafisch klar aufbereiteten Saisonkalender zu Obst und Gemüse zur Verfügung. Beide Anlaufstellen sind unter diesem Video verlinkt. Ich habe meinen Selbstversuch im Januar und Februar durchgeführt. Das heißt, ich hatte vor allem die Wahl zahlreicher Blatt- und Knollengemüse. Ein paar Beispiele dieser Lebensmittel, die zum Zeitpunkt meines Selbstversuchs als Lager- und Freilandware saisonal verfügbar waren, sind etwa verschiedene Kohlsorten wie Spitzkohl, Grünkohl, Rosenkohl, Weißkohl oder Chinakohl oder Rotkohl. Salate, die im geschützten Anbau und im unbeheizten Gewächshaus verfügbar waren, sind etwa der Feldsalat, Rucola oder auch Chicorée. Zahlreiche weitere Lebensmittel ließen sich meinem saisonalen Speiseplan hinzufügen, etwa Karotten, Kartoffeln, Kürbisse, rote Beete, Schwarzwurzeln, Steckrüben, Wirsing, Lauch, Zwiebeln, Schalotten, Pastinaken, Rettich, Schwarzwurzeln, Knollensellerie oder Wurzelpetersilie. Bei einer ausgewogenen Ernährung sollte natürlich auch darauf geachtet werden, frisches Obst zu konsumieren. In den Wintermonaten meines Selbstversuchs konnte ich in dieser Hinsicht zum Beispiel auf die Lagerware von Äpfeln und Birnen zurückgreifen. Um auch Fette und Öle in die Ernährung einzubauen, können auch Nüsse gegessen werden. Im Januar und Februar waren in meinem Fall Haselnüsse und Walnüsse verfügbar. Der Großteil der Lebensmittel, die ich während meines Selbstversuchs konsumiert habe, war regional. Neben Lebensmittelläden, die regionale Ware in ihrem Angebot haben, lohnt sich ein Gang auf lokale Wochenmärkte. Dort habe ich meine Ware von einem Familienbetrieb in 3. Generation bezogen, die einen naturnahen Anbau vollziehen. Der Hof ist knapp 50 Kilometer von meinem Wohnort entfernt. Ein angenehmer Nebeneffekt beim Einkauf auf dem Wochenmarkt ist, dass sich sehr leicht Verpackungsmaterialien sparen lassen. Sind in Discountern Obst und Gemüse oftmals in Plastik eingeschweißt oder anders wie verpackt, lassen sich die Lebensmittel auf dem Markt hervorragend unverpackt kaufen. Oder man bringt eigene wiederverwendbare Beutel mit, was sich insbesondere bei kleinteiliger Ware wie etwa Nüssen anbietet. All das Gemüse, das den Hauptteil meiner Ernährung während meines Selbstversuchs ausgemacht hat, habe ich als vegane Gerichte zubereitet. Das heißt, ich habe keine tierischen Inhaltsstoffe in meiner Ernährung zugelassen. Neben dem regionalen Gemüse habe ich also einige vegane Produkte aus dem Handel erstanden, beispielsweise um konventionelle Lebensmittel wie Milch oder Butter zu ersetzen. Auch beim Kauf dieser Produkte lohnt sich ein Blick auf die Informationen auf der Verpackung. So kann man auch bei der Wahl veganer Produkte darauf achten, ob diese regional und fair hergestellt werden. Über den ganzen Monat habe ich also viel gekocht und frisch zubereitet. Mein Energiebedarf hat sich so gestaltet, dass ich pro Tag gefrühstückt und am frühen Abend eine warme Mahlzeit zu mir genommen habe. Dies ist aber nur mein persönliches Erleben. Solltet ihr einen Selbstversuch unternehmen, der eure Ernährung betrifft, solltet ihr auf euren Körper, Energiehaushalt und eine ausgewogene Ernährung achten. In meinem Fall habe ich versucht, zu den gemüselastigen Hauptgerichten auch Obst, Nüsse und vegane Ersatzprodukte zu essen, die ich meist zusätzlich zu Brot und Aufstrichen morgens gegessen habe. Aber was macht meine saisonale, regionale und vegane Ernährung eigentlich im Kontext der CO2-Emissionen aus? Die Auswirkungen dieser Bereiche sind komplex und lassen sich in tiefgreifenden wissenschaftlichen Abhandlungen nachvollziehen.
Im Rahmen dieses kleinen Videos möchte ich einige ausschlaggebende und wichtige Punkte nennen und natürlich darauf hinweisen, dass die Ausführungen keinesfalls komplett sind. Die Angaben der Quellen, die ich zitiere, findet ihr auch unter diesem Video. Zunächst einmal scheint es sinnvoll, sich anzuschauen, welche Rolle der Ernährungssektor insgesamt im Kontext der Erderwärmung spielt. Die Ökotrophologen Karl von Körber und Jürgen Kretschmer konstatieren in ihrer Publikation Zukunftsfähige Ernährung, dass der Ernährungsbereich etwa 20% der in Deutschland genutzten Primärenergie beanspruche. Etwa 4/5 davon würden für die Nahrungsmittelerzeugung, Verarbeitung und Vermarktung, etwa 1/5 für die Nahrungsmittelzubereitung in den Haushalten verwendet. Somit sei die Ernährung erheblich am Ausstoß klimabelastender Treibhausgase beteiligt. Unter Bezugnahme auf Angaben der Enquete-Kommission Schutz der Erdatmosphäre des Deutschen Bundestags betonen die Wissenschaftler, dass der Bereich der Landwirtschaft und Ernährung in Deutschland mit jährlich etwa 260 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten zur Klimabelastung beitrage. Von Körber und Kretschmer weisen darauf hin, dass etwa die Hälfte der Emissionen aus der Landwirtschaft stammt und davon der Hauptteil mit ca. 85% aus der Produktion tierischer Nahrungsmittel komme. Allein bei der Erzeugung von Rindfleisch und Milchprodukten würden etwa 60% der klimawirksamen Emissionen entstehen. Die Ökotrophologen weisen zudem auf die Transporte im Ernährungssystem hin. Transportwege vom Produzenten zum Verarbeiter, die Transporte im Groß- und Einzelhandel sowie die Einkaufsfahrten privater Haushalte tragen allesamt zu den klimarelevanten Gesamtemissionen bei. Wenn man sich mit einer Ernährung und den potenziellen Auswirkungen auf die CO2-Emissionen beschäftigt, lohnt es sich außerdem auch, auf die Stoffströme verschiedener Lebensmittel zu gucken. In dieser Kategorie wird geschaut, welchen Materialinput verschiedene Lebensmittel haben. Von Körber und Kretschmer machen auch hier große Unterschiede in den verschiedenen Lebensmitteln und Ernährungsstilen aus. Fleisch- und Fischerzeugnisse benötigen wegen der großen Futtermittelmengen mit 17 Kilogramm pro Kilogramm Endprodukt den größten Materialinput, gefolgt von Zucker und pflanzlichen Ölen und Fetten mit 13 bzw. 12 Kilogramm. Am günstigsten schnitten Obst und Gemüse mit 1,4 Kilogramm sowie Getreide, Kartoffeln und Hülsenfrüchte mit 2 bis 4 Kilogramm ab, vorausgesetzt, die Produkte wurden nicht weit transportiert und stammten nicht aus Unterglaskulturen. Solche und ähnliche Befunde über die Rolle der Landwirtschaft und Ernährung im Kontext der Erderwärmung sind zahlreich. In einer Publikation zum Thema Ernährung macht etwa die Forschungseinrichtung Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie aus, welche Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Ernährungsstilen und Auswirkungen auf die Umwelt bestehen. Die AutorInnen betonen, unsere Ernährungsstile und die damit verbundene Nahrungsmittelproduktion beeinflussen die Umwelt auf vielfältige Weise. Zum einen durch den Rohstoff-, Energie- und Wasserkonsum sowie die Flächennutzung, zum anderen durch Emissionen und Abfälle. Die AutorInnen heben auch hervor, inwiefern der Großteil der Agrarproduktion keinen nachhaltigen Standards entspricht. So seien die Landwirtschaft und ihre Zulieferketten heutzutage zum großen Teil global organisiert. Das bedeutet, dass viele der in Deutschland verzehrten bzw. weiterverarbeiteten importierten Produkte einen hohen Ressourcen- und Wasserrucksack aus ihren Zulieferketten mit sich bringen. Einen besonderen Effekt auf die Umwelt machen die Forschenden im Fleischkonsum aus. Im Vergleich zur Produktion von Lebensmitteln im Allgemeinen sei die Fleischherstellung, Verarbeitung und der Konsum mit höheren Umweltbelastungen verbunden, die jedoch abhängig von den Fleischsorten sehr unterschiedlich ausfallen könnten. Die AutorInnen verweisen in diesem Zusammenhang auf den Sachverständigenrat für Umweltfragen, der sich in seiner Pressemitteilung zum Umweltgutachten 2012 wie folgt geäußert hat. Der hohe Fleischkonsum, der gleichermaßen für Umwelt und Gesundheit negative Folgen hat, sollte deutlich reduziert werden. Um sich die Effekte, die verschiedene Ernährungsstile auf die CO2-Bilanz haben, besser vorstellen zu können, seht ihr hier eine Abbildung von Hirschfeld et al. Aus der Publikation Klimawirkungen der Landwirtschaft in Deutschland. Die Grafik stellt dar, wie sich verschiedene Ernährungsstile in ihrem CO2-Fußabdruck voneinander unterscheiden. Und sie verdeutlicht dies mit dem Vergleich der Umweltbelastungen, die durch den Pkw-Verkehr entstehen. Es wird hier ersichtlich, dass Ernährungsstile, die auf pflanzliche Nahrungsmittel basieren, klimafreundlicher sind. Die Ausführungen aus der Wissenschaft zeigen, dass unsere Ernährung einen signifikanten Einfluss auf die globale Erderwärmung und unseren individuellen CO2-Fußabdruck hat. Falls ihr euch eine vegane oder vegetarische Ernährung überhaupt nicht vorstellen könnt, müsst ihr ja nicht von heute auf morgen eure Ernährung um 180 Grad umstellen und das Gefühl empfinden zu leiden oder viel zu verpassen, wenn ihr euch vegan ernährt.
Aber vielleicht lassen sich kleine Entscheidungen in eurem Alltag einbauen, die tierische Produkte ab und zu ersetzen. Vielleicht greift ihr im Supermarkt nicht zur Flugmango aus Südamerika, sondern zum regionalen Obst und Gemüse. Oder vielleicht entpuppt sich der Weg mit dem Fahrrad statt mit dem Auto als eine belebende kleine Fahrradtour, die euch eure Umgebung näher bringt. Die Bloggerin und Zero-Waste-Köchin Anne-Marie Bonneau hat in Bezug auf die Zero-Waste-Bewegung so schön formuliert: "We don't need a handful of people doing Zero-Waste perfectly. We need millions of people doing it imperfectly." Ich denke, dieser Ansatz lässt sich auch auf ermutigende Weise auf den Bereich der Ernährung beziehen. Abschließend möchte ich eine kleine Bilanz zu meinem Selbstversuch ziehen. Ich habe vor Beginn des Experiments bereits vegetarisch gelebt und die Umstellung zu einer veganen Ernährung ist mir nicht allzu schwer gefallen. Die vegane Ernährung ist meiner Meinung nach auch mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen und vegane Ersatzprodukte finden sich nicht nur in Bioläden, sondern auch bei vielen konventionellen Großhändlern. Bei meinen Lebensmitteleinkäufen vor dem Versuch habe ich überwiegend auf Regionalität und eine biologische Erzeugung geachtet, nicht aber meine Ernährung saisonal ausgerichtet. Der Selbstversuch hat mich dazu angeregt, mich näher mit saisonaler und regionaler Ernährung zu beschäftigen und ich habe eine besondere Wertschätzung für einen Bereich unseres alltäglichen Lebens entdeckt, den wir oftmals als selbstverständlich hinnehmen. Zudem ist mir die Dimension der Produktion von Lebensmitteln und ihrer Folgen auf die Umwelt bewusster geworden. In Zeiten der Globalisierung und langer Liefer- und Wertschöpfungsketten hat es sich zudem gut und richtig angefühlt, einen regionalen Familienbetrieb durch meine Ausgaben zu unterstützen. Die Durchführung von diesem Versuch war in jedem Fall relativ zeitintensiv, da ich möglichst wenig auf vorgefertigte Produkte aus dem Supermarkt zurückgreifen wollte, um Verpackungsmaterialien zu sparen. Somit habe ich viel frisch gekocht. Dieser Vorgang hat mir aber auch sehr viel Spaß gemacht. Und oftmals musste ich nicht täglich kochen, da noch Portionen vom Vortag übrig waren. Der Gang zum Wochenmarkt war keine Herausforderung oder besondere zeitliche Belastung, was auch daran liegt, dass der Standort nicht weit von meiner Wohnung entfernt war. Somit haben die Besorgungen im Großen und Ganzen nicht mehr Zeit in Anspruch genommen als mein vorheriges Einkaufsverhalten in Supermärkten. Wenn ihr auch mal einen Selbstversuch starten möchtet, um euren individuellen Fußabdruck zu reduzieren oder auch einfach mal nur auszuprobieren, wie sich beispielsweise eine vegane Ernährung für euch anfühlt oder was es mit euch macht, wenn ihr öfter statt mit dem Auto mit dem ÖPNV oder dem Fahrrad fahrt, empfehle ich euch, euer Vorhaben klar zu formulieren und euch nicht mit zu vielen Bereichen, die ihr verändern wollt, zu überfordern. Um euch ein Bild über eure CO2-Bilanz zu machen, könnt ihr erst einmal einen CO2-Rechner benutzen. Es gibt zahlreiche Rechner im Internet, zum Beispiel den des Umweltbundesamts. Ein Link zu dem Rechner findet ihr unter diesem Video. Es empfiehlt sich, euer Vorhaben sodann spezifisch zu formulieren und messbar zu machen. So ist die Formulierung "Ich ernähre mich einen Monat lang vegan" klarer als das etwas schwammige Vorhaben "Ich gestalte meine Ernährung einen Monat lang nachhaltiger". Ihr müsst euren Selbstversuch auch nicht im stillen Kämmerlein und ganz allein durchziehen. Vielleicht bietet es sich ja an, innerhalb eines Freundeskreises einen Selbstversuch hin zu einem nachhaltigeren Leben durchzuführen. Vielleicht inspiriert ihr ja auch Menschen in eurem Umfeld, die zuvor wenig mit der Thematik zu tun hatten. Auch das können stärkende Erfahrungen sein, die uns vor Augen führen, dass diese Welt veränderbar ist und wir nicht allen Entwicklungen hilflos ausgeliefert sind. Angesichts der Klimakrise, die immer weiter voranschreitet, fällt es schließlich einigen Menschen manchmal schwer, nicht im Pessimismus oder Fatalismus zu verfallen. Ein Selbstversuch kann ein Weg sein, uns unsere eigenen Handlungsoptionen vor Augen zu führen, zu merken und zu erleben, dass wir in vielen Bereichen bewusste Entscheidungen treffen können, die einen positiven Effekt auf das Klima und unsere Umwelt und gegebenenfalls auch auf unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden und unsere Mitmenschen haben.